Willkommen, ihr Suchenden nach Wahrheit und Transformation, zu einem Moment in der Zeit, der seinesgleichen sucht. Während der Kosmos sich darauf vorbereitet, ein seltenes und mystisches Ereignis zu enthüllen, öffnet sich das Zwei-Munde-Portal vor uns und verstärkt die Energien des Universums auf eine Weise, wie wir sie noch nie erlebt haben. Vom 29. September bis zum 25. November wird ein vorübergehender Minimond unseren Himmel zieren und sich mit dem regulären Mond verbinden, um eine Welle kosmischer Energie zu erzeugen, ein Tor zu tiefer persönlicher und spiritueller Transformation. In diesem heiligen Fenster richten sich die himmlischen Kräfte aus und laden uns ein, in ein neues Kapitel des Wachstums, der Intuition und des Erwachens einzutreten. Sind Sie bereit, diese doppelte Mondkraft zu nutzen? Sind Sie bereit, die Geheimnisse zu entschlüsseln, die dieses Portal für die Reise Ihrer Seele bereithält? Lassen Sie sich von der Energie der beiden Monde zu Ihrem höchsten Selbst führen, während wir tief in dieses kosmische Ereignis eintauchen und erforschen, wie es alles verändern kann. Das Zwei-Monde-Portal ist anders als alles, was wir bisher an unserem Himmel gesehen haben. Während die Erde den wandernden Asteroiden 2024 PT5 einfängt und ihn in einen temporären Minimond verwandelt, öffnet sich ein tiefgreifendes Tor, das bis zum 25. November bestehen bleiben wird. Dieses Portal ist nicht nur eine astronomische Kuriosität, es ist eine Einladung des Universums, eine Zeit erhöhter kosmischer Energie, die das Potenzial hat, unsere innere Welt zu verändern. Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Ufer eines riesigen Ozeans und spüren die Kraft der Wellen, die höher als gewöhnlich aufsteigen. Das Zwei-Monde-Portal spiegelt dieses Gefühl wider und zieht mit doppelter Mondkraft an den Gezeiten unserer Seelen. Unsere Emotionen, die oft vom Mond beeinflusst werden, werden sich schärfer und lebendiger anfühlen. Die Intuition, die normalerweise ein leises Flüstern ist, kann zu einer leitenden Stimme werden und Gelegenheiten zur persönlichen Transformation erscheinen, wie Sterne, die sich am Nachthimmel ausrichten. Dieses Portal ist mehr als ein himmlisches Ereignis, es ist ein Tanz der Energien. Der Minimond mit seiner frischen, maskulinen Energie harmoniert mit der vertrauten weiblichen Energie unseres regulären Mondes. Zusammen bilden sie eine kosmische Symphonie, ein Gleichgewicht aus Aktion und Intuition, aus Bewegung und Reflexion. Es ist eine Zeit, in der wir beide Kräfte in uns selbst ehren sollten, den Drang, voranzukommen, und die innere Weisheit, die uns sagt, wann wir innehalten und zuhören sollten. Wenn diese beiden Monde zusammen aufgehen, wirken sie wie ein Spiegel unserer inneren Welten und zeigen uns die Teile von uns selbst, die wir lange vergessen oder vergraben haben. Sie fordern uns auf, die alten Muster loszulassen, das loszulassen, was uns nicht mehr dient, und eine neue Phase der spirituellen und emotionalen Evolution anzunehmen. Die Energie ist unbestreitbar und drängt uns, einen Sprung ins Unbekannte zu wagen und der Führung des Universums zu vertrauen, das uns zu etwas Größerem führt. In dieser seltenen Ausrichtung wird uns ein Moment geschenkt, in dem wir nachdenken, heilen und manifestieren können. Was werden Sie in diesem kraftvollen Fenster der Transformation erschaffen? Während sich das Zwei-Mond-Portal öffnet, bietet sich uns eine tiefgreifende Gelegenheit zur persönlichen und kollektiven Transformation. Dies ist nicht nur eine Zeit subtiler Veränderungen, sondern ein kosmischer Aufruf, uns neu auszurichten, sowohl innerhalb als auch mit der Welt um uns herum. Die Energie dieses Portals bewegt uns tief im Inneren und lädt uns ein, die Muster zu betrachten, an denen wir festgehalten haben, jene Zyklen, Gewohnheiten und emotionalen Belastungen, die uns nicht mehr dienlich sind. Es ist, als würde uns das Universum einen Spiegel vorhalten und uns auffordern, über die Entscheidungen nachzudenken, die wir bisher vermieden haben, und über die Veränderungen, denen wir uns bisher widersetzt haben. Der Drang nach persönlichem Wachstum ist stark und drängt uns, in eine neue Version von uns selbst zu schlüpfen, die Schichten abzuwerfen, die uns in der Vergangenheit festhalten. Vielleicht spüren Sie eine fast magnetische Kraft, die Sie dazu drängt, Entscheidungen zu treffen, die Sie aufgeschoben haben, und Sie dazu drängt, sich dem zu stellen, was losgelassen werden muss. Dies ist eine Zeit der Selbstreflexion, in der Sie die Veränderungen annehmen,
die im Schatten ihres Bewusstseins verborgen waren. Das Portal bietet nicht nur Kontemplation, es fordert zum Handeln auf, zur Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln. Und mit der verstärkten Energie von zwei Monden bietet das Universum seine Unterstützung an, während wir diese innere Transformation durchlaufen. Aber dieses Portal ist nicht nur eine persönliche Erfahrung, es geht weit über das Individuum hinaus. Während diese himmlischen Energien über den Planeten schwappen, können wir mit Veränderungen auf kollektiver Ebene rechnen. Die veralteten Systeme, die gesellschaftlichen Strukturen, die nicht mehr mit den höheren Schwingungen des Bewusstseins in Einklang stehen, könnten anfangen zu bröckeln. Dies ist eine Zeit des Umbruchs, in der alte Denk- und Lebensweisen nicht mehr tragfähig sind und das kollektive Bewusstsein für neue Wahrheiten zu erwachen beginnt. Wir werden wahrscheinlich Zeuge plötzlicher, vielleicht unerwarteter Veränderungen in der Welt um uns herum. Es mag sich chaotisch anfühlen, aber dieser Zusammenbruch des Alten ist für die Geburt des Neuen unerlässlich. Das Zwei-Mond-Portal wirkt als Katalysator für diese globale Transformation und führt die Menschheit sanft, aber kraftvoll zu einem höheren Bewusstseinszustand, der mehr mit den Frequenzen von Mitgefühl, Einheit und kollektivem Wachstum übereinstimmt. In dieser Zeit erhöhter Energie ist Klarheit der Schlüssel. Das Universum hört zu, aufmerksamer als je zuvor, und es reagiert auf die Absichten, die wir mit Absicht und Fokus setzen. Stellen Sie sich dieses Portal als fruchtbaren kosmischen Boden vor, die Samen, die Sie jetzt pflanzen, werden wachsen, und sie werden schnell wachsen. Richten Sie Ihre Gedanken und Wünsche auf den natürlichen Fluss des Universums aus. Fragen Sie sich, was möchte ich wirklich manifestieren? Was steht im Einklang mit dem höchsten Ziel meiner Seele? Diese Fragen werden Sie dabei unterstützen, Absichten zu formulieren, die nicht nur wachsen, sondern gedeihen. Stellen Sie sich vor, dass Ihre Absichten bereits in die Tat umgesetzt werden. Sprechen Sie sie laut aus, schreiben Sie sie auf und beobachten Sie, wie die Energie dieses Portals Ihre Wünsche verstärkt und sie in die Realität umsetzt. Dies ist eine Zeit der Klarheit, in der wir Absichten formulieren, die von Herzen kommen, während das Universum daran arbeitet, diese Wünsche zu verwirklichen. Transformation kann nicht stattfinden, wenn wir von der Vergangenheit belastet bleiben. Das Zwei-Monde-Portal bietet eine kraftvolle Gelegenheit, den emotionalen Ballast loszulassen, der uns zurückgehalten hat. Alte Wunden, begrabene Emotionen und Muster, die uns nicht mehr dienlich sind, sie alle können jetzt losgelassen werden. Es ist, als würde die Mondenergie durch die Kammern Ihres Herzens und Ihres Geistes strömen und das Alte ausräumen, um Platz für das Neue zu schaffen. Erlauben Sie sich, tief in diese emotionalen Gewässer einzutauchen. Nehmen Sie den Schmerz oder die Muster, die Sie mit sich herumtragen, wahr und lassen Sie sie dann los. Stellen Sie sich dieses Portal als einen Fluss vor, der alles wegspült, was nicht mehr in Ihre Gegenwart oder Zukunft gehört. Dieses Loslassen ist nicht nur ein Loslassen, es ist eine Reinigung, eine Läuterung, die Sie auf die nächste Phase Ihrer spirituellen Entwicklung vorbereitet. Indem Sie klare Absichten setzen und emotionalen Ballast loslassen, stimmen Sie sich auf die transformative Kraft dieses Portals ein. Die Energie ist hier, bereit, Ihr Wachstum, Ihre Heilung und Ihre Reise zu einem höheren Seinszustand zu unterstützen. Alles, was Sie dafür brauchen, ist Offenheit, Vertrauen in den Prozess und die Bereitschaft, die bevorstehenden Veränderungen anzunehmen. Während das Zwei-Monde-Portal seine kraftvollen Energien entfaltet, schafft es einen Weg für uns, unsere Intuition zu erweitern und uns tiefer mit den unsichtbaren Bereichen zu verbinden. Dies ist eine Zeit, in der sich unser übersinnliches Bewusstsein schärft und es uns ermöglicht, die Feinheiten des Universums auf eine Weise wahrzunehmen, wie wir es vielleicht noch nie zuvor getan haben. Das Portal wirkt wie ein kosmischer Verstärker, der unsere Intuition schärft und uns auf das Flüstern des Universums einstimmt. Der Schleier zwischen der physischen und der spirituellen Welt wird dünner und in diesem Raum beginnt sich unser drittes Auge, das Zentrum unserer psychischen Sicht, zu öffnen. Dies ist kein plötzliches, erschütterndes Erwachen, sondern eher eine sanfte Enthüllung tieferer Einsichten. Träume können lebendig werden und verborgene Botschaften enthalten, während sich das Bauchgefühl schärft und sie zu den Wahrheiten führt,
die Sie hören müssen. Nehmen Sie sich Zeit, sich auf Ihr drittes Auge zu konzentrieren, und stellen Sie es sich als eine blühende Blume vor, die sich langsam öffnet und die Geheimnisse Ihrer inneren und äußeren Welt enthüllt. Meditation, stille Reflexion im Mondlicht oder einfach nur das Sitzen in Stille helfen Ihnen, das erhöhte psychische Bewusstsein zu nutzen, das Ihnen zur Verfügung steht. Vertrauen Sie auf diese intuitiven Eingebungen, was früher vielleicht wie subtile Hinweise gewirkt hat, wird sich jetzt wie eine kristallklare Führung aus dem Kosmos anfühlen. Dieses Portal erstreckt sich über 2 Monate, ein Zeitgeschenk des Universums, das uns die Möglichkeit bietet, uns nicht in Eile, sondern mit Anmut und Beständigkeit zu verwandeln. Wie eine Raupe, die sich in einen Kokon einspinnt, um sich auf ihr Erwachen als Schmetterling vorzubereiten, befinden auch wir uns in einer Phase der Metamorphose. Das Zwei-Monde-Portal ermutigt uns, diesen langsamen und stetigen Wandel anzunehmen, in dem Verständnis, dass eine Transformation nicht abrupt sein muss, um tiefgreifend zu sein. Vielleicht verspüren Sie einen sanften Drang zur persönlichen Weiterentwicklung, Veränderungen in der Perspektive, Verschiebungen in Beziehungen oder den Wunsch, Schritte zu unternehmen, über die Sie schon lange nachgedacht haben. Lassen Sie diese Veränderungen in Ihrem eigenen Tempo geschehen, in dem Wissen, dass die Energie des Portals Ihr Wachstum unterstützt. Diese Transformation ist nicht erzwungen, es ist ein natürlicher, organischer Prozess, der Sie zu einer höheren Version Ihrer selbst erheben wird, wenn Sie bereit sind, sich ihm hinzugeben. Das Unbekannte kann beunruhigend sein, aber in dieser Zeit ist es Ihr größter Verbündeter. Das Universum webt seine Muster, und auch wenn wir nicht immer das ganze Bild sehen, fordert uns das Portal auf, dem Prozess zu vertrauen. Sich dem Unbekannten hinzugeben ist wie ein Spaziergang durch einen nebligen Wald. Sie sehen vielleicht nicht weit voraus, aber Sie spüren, wie der Weg unter Ihren Füßen Sie nach vorne führt. Vertrauen Sie darauf, dass das Universum einen Plan für Ihr höchstes Wohl hat, auch wenn er Ihnen noch nicht klar ist. Lassen Sie das Bedürfnis los, jedes Ergebnis kontrollieren zu wollen, und machen Sie sich die Vorstellung zu eigen, dass der Weg genauso wichtig ist wie das Ziel. Dieses Portal ist nicht dazu da, Ihnen jedes Detail zu zeigen, sondern Ihren Glauben an die Entfaltung des göttlichen Plans zu stärken. In dieser heiligen Zeit haben Ihre Worte Macht. Affirmationen und Gebete sind nicht nur Wünsche, die ins Leere gesendet werden, sie sind Schlüssel, die die Energie des Universums freisetzen und Sie mit Ihrem höchsten Potenzial in Einklang bringen. Formulieren Sie Ihre Affirmationen mit Klarheit und Absicht, als ob die Zukunft, die Sie sich wünschen, bereits in Bewegung wäre. Sprechen Sie sie laut aus oder schreiben Sie sie auf und bekräftigen Sie so Ihre Verbindung zu den kosmischen Energien, die Sie umgeben. Anstatt beispielsweise zu sagen, ich hoffe auf Veränderung, erklären Sie mit Bestimmtheit, ich bin bereit, die Transformation zu empfangen, die ich brauche. Lassen Sie Ihre Affirmationen von den Emotionen und Schwingungen dessen erfüllt sein, was Sie manifestieren möchten. Spüren Sie die Kraft hinter Ihren Worten, während Sie sie in die Existenz sprechen. Auch das Gebet ist in dieser Zeit ein wirksames Mittel. Durch das Gebet treten Sie in einen heiligen Dialog mit dem Universum. Drücken Sie Ihre Wünsche, aber auch Ihre Dankbarkeit aus. Danken Sie dem Universum nicht nur für das, was Sie sich wünschen, sondern auch für die Segnungen, die bereits in Ihrem Leben vorhanden sind. Dieser Akt der Dankbarkeit verstärkt die Energie der Manifestation und macht Ihre Absichten noch kraftvoller. Kombinieren Sie täglich Affirmationen und Gebete, um sich in der Energie des Zwei-Mond-Portals zu verankern. Beginnen Sie Ihren Morgen, indem Sie Ihre Affirmationen sprechen, und beenden Sie Ihre Nacht mit einem herzlichen Dankesgebet und der Hingabe. Auf diese Weise richten Sie sich auf den Fluss des Universums aus und lassen die transformative Kraft des Portals durch sich wirken. Dies ist Ihre Zeit, sich weiterzuentwickeln, Ihre Verbindung zu den spirituellen Bereichen zu vertiefen und dem Unbekannten mit Vertrauen zu begegnen. Lassen Sie sich von der Energie des Zwei-Mond-Portals leiten, wenn Sie in eine Phase des tiefgreifenden Wachstums und der Ausrichtung auf Ihr höchstes Selbst eintreten. Wenn sich das Portal des Zweimondes öffnet, denken Sie daran, dass dies Ihr Moment der Transformation ist. Vertrauen Sie Ihrer Intuition, lassen Sie los, was Ihnen nicht mehr dient,
und richten sie sich auf den Fluss des Universums aus. Die Energie ist hier, um sie zu führen, nehmen sie die Veränderung an und treten sie in ihr höchstes Selbst ein. Die Reise hat bereits begonnen.